Wenn Sie erst heute Abend nach Hause gekommen sind und mal einen Blick auf die Indizes der Wall Street geworfen haben, dann werden Sie sich vielleicht denken, naja, das scheint ja ein ziemlich langweiliger Tag gewesen zu sein. Da hat sich nicht wirklich viel verändert, aber weit, weit gefehlt. Denn wir haben heute einen veritablen Flash Crash gesehen, wie wir ihn zuletzt im Jahr 2010 gesehen haben. Nur damals waren es Indizes wie der Dow Jones oder der Nasdaq, die massiv plötzlich einkrachten geradezu, um sich dann wieder super dynamisch zu erholen, fast die gesamten Verluste wieder aufzuholen. Und das Gleiche ist heute passiert, aber nicht bei Indizes, sondern bei Aktien. Und das ist eine ziemlich beunruhigende Geschichte, die wir heute erlebt haben. Wie gesagt, die Indizes sind kaum verändert. Nasdaq, Dow Jones, wie sie alle heißen, S&P 500. Aber da ist doch einiges passiert und das will ich in diesem Video mal kurz beleuchten. Bei Handelseröffnung, 15:30 deutscher Zeit. Da ist zum Beispiel die Wells Fargo Aktie, also einer der großen Banken in den USA, mal eben um 11%, 12% abgeschmiert, wie viele andere Aktien auch. Eine ExxonMobil, eine McDonald's, also irgendwie nicht Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond, AMC oder GameStop oder ähnlicher Dreck, sondern echte, fette, dicke, schwergewichtete Aktien sind da plötzlich Limit Down gehandelt worden, manche sogar auch Limit Up, aber die allermeisten Limit Down, das heißt der Trigger, der Circuit Breaker ist dann plötzlich in Aktion getreten. Das ist ja etwas, was man bei Crash-Situationen erfunden hat, damit der Handel nicht panisch wird, stoppt man den Handel, setzt ihn eine Zeit lang aus, gibt es auch im Future-Handel. Jedenfalls sind diese Aktien vom Handel ausgesetzt worden und hier sehen wir links im Chart etwa Wells Fargo, wie die dann plötzlich wieder nach oben schießt, als wäre nichts gewesen. Offenkundig, das wird noch untersucht, gab es bei der NYSE, also bei der New Yorker Börse, ein technisches Problem, aber das zeigt, wie fragil die Dinge sind, dass mal so etwas passieren kann und man guckt dann auf die Tafel mit den Indizes und entdeckt kaum etwas. Hier sehen wir diese Folge offenkundig von Illiquidität. Wir wissen es nicht. Jedenfalls gab es Technical Glitches, wie hier die NYSE berichtet. Ich habe mir heute mal den Bericht aus dem Jahr 2010 angeschaut. War ganz ähnlich vom ganzen Duktus, von der ganzen Herangehensweise. Das betraf die ersten 10 Minuten des Handels und hat mindestens 100 Stocks, also 100 Aktien umfasst. Und insgesamt sehen wir, dass da plötzlich Marktkapitalisierungsveränderungen war von mehr als 400 Milliarden Dollar und das teilweise in wenigen Sekunden. Alleine Walmart fast 100 Milliarden Dollar, McDonald's, Wells Fargo, auch Verizon und wie sie alle heißen. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer gewesen und erinnert eben an den Flash Crash des Jahres 2010. Damals ist etwa der Dow Jones in Sekunden, in wenigen Minuten über 9% eingebrochen, hat 1000 Punkte verloren. Ich kann mich erinnern, ich war an diesem Tag 2010, nämlich am 6. Mai im Markt. Ich saß im Büro damals noch beim Brokerage, bei einem Broker und habe mir gedacht, okay, irgendwie sieht das ein bisschen short aus, habe mir einen Nasdaq Future auf die Shortseite gelegt, fuhr nach Hause, dauerte etwa 20 Minuten, machte den Rechner an und dachte, was ist denn da los? Ich bin fett im Profit, weil eben die Märkte massiv abgestürzt waren, habe dann Nachrichten gesucht, ja, was ist denn da los? Und dachte, wow, ich komme aus dieser Position gar nicht raus, da war so viel Dynamik, so viel Bewegung und dann schwang das Ganze wieder nach oben. Ich habe vielleicht nur noch ein Drittel des Gewinns, den ich im Hochpunkt hatte, dann realisieren können, habe mich echt geärgert, war trotzdem immer noch lukrativ, aber war natürlich viel, viel weniger, als eigentlich drin gewesen wäre. Und erst später kam dann Stück für Stück eben, okay, da gab es einen Flash Crash, da gab es Illiquidität, da gab es technische Probleme. Und etwas Ähnliches haben wir nur, wie gesagt, auf Aktienbasis heute auch erlebt. Und es ist vielleicht einer der Faktoren, ist das Passiv investieren. Wir sehen, dass die ETFs heute ihren 30. Geburtstag haben. Heute vor 30 Jahren wurden die ETFs oder wurde ein ETF das erste Mal an der Börse gelistet. Dieses Passivinvestieren entzieht natürlich ein Stück weit auch Liquidität, zumindest in manchen Bereichen, in manchen Aktien. Also vielleicht das ein kleiner Zusammenhang. Und dieser Flash Crash, den sehen wir jetzt zu Beginn der Berichtssaison in den USA. Ja, wir haben Banken, wir haben schon einige andere Firmen gehabt, aber jetzt kommen eben die Tech-Konzerne, die ja so schwer gewichtet sind, um und bei ein Viertel des S&P 500 und 26%
des S&P 500 werden in dieser Woche berichten. Bis zum 10. Februar werden es 77% sein, also mehr als drei Viertel. Und wir sehen vor allem, haben wir jetzt Finanzwerte gesehen und jetzt kommen eben Energiewerte, werden berichten, vor allem die Tech-Werte berichten. Heute ja Microsoft, morgen Tesla und nächste Woche geht es dann weiter mit den ganzen Dickfischen. Microsoft heute, da ist die Frage, naja, die Aktie war ja tendenziell schwächer zum Beispiel als Google, obwohl man hier investiert ist in ChatGPT und damit zumindest eine Option hat auf einen Gamechanger. Hier sehen wir die Aktie im intakten Abwärtstrend, schwächer als der Nasdaq, schwächer auch als der S&P 500. Wahrscheinlich sind die Earnings runtergegangen, das zumindest ist die Vermutung. Die Zahlen kommen heute um 22.05 Uhr. Die Flüsterschätzung 2,25 Dollar wird erwartet, aber man wird auch vor allem gucken, naja, wie ist der Ausblick, was sagt man zu den Margen? Wie ist da die Lage, zumal wir heute zum Beispiel 3M gesehen haben, diesen Mischkonzern, der in so vielen Bereichen tätig ist. Sie kennen vielleicht diese Post-its, das ist ziemlich klassisch, aber die sind auch in technischen Bereichen drin. Man hat heute verkündet, dass man 2500 Stellen streichen wird und hat von einem signifikanten Abschwung bei Nachfrage nach Elektronikgütern gesprochen. Das lässt aufhorchen. Wir haben heute Verizon gehabt, den größten Wireless Konzern in den USA. Wir sehen das auch in UK zum Beispiel. Wir einen massiven Anstieg haben von Firmen, die gefährdet sind. Liegt teilweise am Brexit, liegt an einer Sondersituation. Aber insgesamt sehen wir doch, dass die Warnungen deutlich zunehmen. Mal sehen, ob sich das mit Microsoft heute fortsetzen wird. Und wir waren natürlich so ein bisschen im Schlaraffenland in Sachen Earnings, in Sachen Gewinne der Unternehmen. Gerade auch erstens durch die Liquidität der Fed. Das hat ihnen sehr gut getan. Und zweitens, die Inflation hat ihnen auch gut getan, denn das sorgte für bessere Margen in der Regel. Das sorgte dafür, dass jeder im Prinzip Preiserhöhungen durchsetzen konnte und sagen konnte, naja, ist ja Inflation, ich habe ja höhere Kosten. Auch wenn das natürlich nicht immer der Fall war. Hier sehen wir mal die Abweichung vom historischen Trend ist immer noch sehr, sehr groß. Also wäre eigentlich kein Beinbruch, wenn wir da mal wieder auf den historischen Trend zurückkehren würden. Und Trend ist auch das große Thema jetzt beim S&P 500. Es ist die Entscheidungsschlacht, die jetzt mit dem Abwärtstrend hier passiert, wie es Sven Henrik zeigt. Wir sind im Kampf mit gleitenden Durchschnitten. Wir sind an dieser Abwärtstrendlinie und schauen, ob wir da rüberkommen. Gestern ja eine dünnvolumige, vor allem wahrscheinlich algo-getriebene Rallye, dazu ein Short-Squeeze und das an einem Tag, als die Frühindikatoren veröffentlicht worden waren, die zeigen, dass die Wirtschaft ganz, ganz scharf abkühlt, 10. Monat in Folge rückläufig und dann kommt eine solche Party, als würde die Aktienmärkte das alles nichts angehen, dass da wahrscheinlich ein ökonomisches Gewitter kommt. William Peter Hamilton hat gesagt, also es ist gefährlich, einen Dull Market, einen, schwachsinnigen Markt zu shorten, aber es ist wichtig, dann aktiv zu sein, wenn man sieht, dass wir es mit den Bärenmärkten zu tun haben. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Jedenfalls sehen wir, dass derzeit wieder viel Euphorie im Markt ist. Fed ist bald fertig mit den Zinsanhebungen. Soft Landing kommt wahrscheinlich auch irgendwie, obwohl sich das wahrscheinlich irgendwie widerspricht, denn die Fed wird zumindest die Zinsen nicht senken bei einem Soft Landing. Hier sehen wir mal den CNN Fear and Greed Indicator, der wieder ziemlich weit oben ist, eigentlich auf einem Niveau ist, bei dem es dann meistens Schluss war mit der Rallye. Und wenn meine zweitbeste Freundin Cathie Wood wohl kurz vor ihrem drittstärksten Monat ihrer Geschichte steht mit dieser herausragenden Performance, hier sehen wir mal, wie die ganze Geschichte übergeordnet aussieht, dann weiß man, dass der Dreck nach oben gespült wird bei dieser Rallye. Auch ein wunderbares Zeichen, würde ich sagen. Und jetzt hier mal eine ganz glasklare Empfehlung, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt als Sonderangebot die Möglichkeit, dem Investment Club von Jim Cramer beizutreten für lächerliche $499. Das ist für 2 Jahre und da geht es darum, die Aktienempfehlungen von Jim Cramer hier zu bekommen. Also sagt hier ein ironischer Twitter-Kommentar, nur $500 für die profitabelsten Shorts, die man auf dem Markt finden kann, denn Jim Cramer ist bekannt als Kontraindikator, legendär. Damals März 2008 sprach Cramer über Bear Stearns, is not in trouble,
zieht euer Geld nicht ab von Bear Stearns, das wäre dumm. Kurz in 6 Tagen ist dann die Aktie nach diesen Aussagen von Jim Cramer von $62 auf $2 gefallen. Also das wäre vielleicht mal interessantes Investment für all diejenigen, die auch mal short gehen wollen. Und wenn wir jetzt wieder zu den Märkten insgesamt zurückkommen, ist eben die Frage, ist das nochmal die Rallye, bevor die Rezession kommt? Hier sehen wir mal die durchschnittliche Performance vor dem Beginn einer Rezession. Da haben wir dann immer wieder so einen Hoffnungslauf nach oben, bevor es dann eben ein bisschen schwieriger wird. Und dass wir die Rezession bekommen, haben einmal mehr die Einkaufsmanager-Indizes heute aus den USA gezeigt. Weit unter 50, ein ganz kleines bisschen besser teilweise als erwartet. Aber wenn man sich die Kommentierung mal anschaut, dann heißt es hier, die Unternehmen haben weiter steigende Inputkosten und die Gefahr ist, dass die Fed eben nicht umsteuern kann, weil eben die Inflation doch nicht so schnell verschwindet und vor allem der Lohndruck eben sehr hoch ist. Und heute hat Walmart gesagt, der größte Arbeitgeber der USA, ja, wir planen die Durchschnittsstundenlöhne auf $17,50 zu erhöhen. Das ist eine Aussage, vor allem bei den Partnern, eben bei den Associates. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn in den USA ist, glaube ich, $7,50. Es gibt dann einige Bundesstaaten, bei denen es 3 Stück, glaube ich, bei denen es $14,50 ist. $17,50 ist schon eine Hausnummer. Und Walmart, wie gesagt, ist der Dickfisch, der größte Arbeitgeber. Wenn die vorziehen, dann müssen die anderen nachziehen. Also das könnte ein ganz, ganz heißes Thema werden, zumal für die Fed vor allem, zumal sich jetzt eben die Financial Conditions wieder deutlich gelockert haben. Unterer Chart, man könnte sagen, also die Geldpolitik ist nicht besonders effektiv, denn die gesamten Zinsanhebungen der Fed sind im Grunde mit der Aufweichung der Financial Conditions praktisch vernichtet, neutralisiert. Das hatte ich heute Morgen im Video schon gezeigt. Und so haben wir wahrscheinlich so einen Marktzyklus. Die Finanzkonditionen lockern sich, Aktien steigen, die Rohstoffpreise steigen, dann steigen die Inflationserwartungen. Daraufhin müssen die Notenbanken die Zinsen weiter anheben, dann wird der Dollar stärker. Dann werden die Finanzkonditionen wieder enger, dann fallen die Aktien, dann fallen letztendlich auch Rohstoffe, dann fallen auch die Inflationserwartungen und dann können die Notenbanken die Zinsen wieder senken. Das zumindest ist ein Muster, das sich da abzeichnet, aber hier sehen wir nochmal diese laxen Finanzkonditionen, so lax wie seit langen Monaten nicht mehr, und das erhöht aus Sicht von Lance Robert und auch aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed am 1. Februar, also nächste Woche, vielleicht doch einen größeren Zinsschritt machen, nachdem die Märkte eigentlich fast zu 100% davon ausgehen, dass es nur 25 Basispunkte sein werden. Vielleicht werden es aber dann 50 damit, weil eben Paul, weil die Fed vielleicht nochmal ein Machtwort sprechen wollen, handelt nicht gegen uns, denn wenn die Financial Conditions sich immer weiter auflockern, dann entsteht Nachfrage. Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage. Sie kennen das, aber jetzt hat die Fed noch ein anderes Problem. Wir haben ja dieses Theater um die Schuldenobergrenze in den USA und möglicherweise müsste dann, wenn es ganz dumm kommt, die Fed ihre Bilanzreduzierung erstmal stoppen. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Im Grunde bisher hat sie ja noch nicht das Tempo in der Sachen Bilanzreduzierung, das sie eigentlich kommuniziert hat. Dennoch, wir haben jetzt global gesehen, wenn wir jetzt mal zum Thema Schulden kommen, haben wir 2022 Debt to GDP, also Schulden zu BIP, 349%. 2030 dürften wir dann bei 391% sein, aber es ist ja noch immer gut gegangen und das gilt auch für die Eurozone. Hier sehen wir, dass praktisch wir neue Rekorde sehen bei Anleiheemissionen, beim Volumen von Anleiheemissionen. Warum? Weil die Staaten sich sagen, ja, die EZB wird die Zinsen weiter anheben, lasst uns doch lieber jetzt noch Anleihen am Markt verkaufen, damit wir die Verschuldung noch ein bisschen günstiger bekommen, als wenn wir das erst in einigen Monaten machen. Hier sehen wir das ist der größte Wert seit vielen, vielen Jahren, der hier der Fall ist. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Artikelempfehlungen. Die EZB macht Klimapolitik, heute mit einem Schriftstück, das im Grunde durch, vielleicht nur noch durch Kafkas Schloss
Sie kennen vielleicht diesen Roman von Kafka, übertroffen wird in seiner Verquastheit, warum man jetzt also Klimapolitik machen müsse. Die Fed hat in Gestalt von Jerome Powell klar gesagt, nee, machen wir nicht, haben wir kein Mandat, und die EZB hat auch kein Mandat dafür, aber mit Klimawandel kann man alles begründen. Die EZB sagt, naja, das hätte ja Auswirkungen auf die Finanzstabilität. Ja, klar, der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf meine psychische Stabilität. Das ist völlig klar. Damit kann ich alles begründen, was irgendwie ich begründen will. Das ist der Irrweg einer Notenbank. Erste Artikelempfehlung. Und zweite Artikelempfehlung, da gibt es jemanden, der echt bärisch ist im Vergleich zu mir, meine Damen und Herren. Nämlich Jeremy Grantham, der sagt, 17% wird der S&P 500 in diesem Jahr fallen, im Worst Case sogar auf 2000 Punkte. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.